Hallo und herzlich willkommen zurück bei, ich wollte gerade beim HWSQ sagen, aber das ist ja hier thematisch irgendwie falsch. Zurück bei Tobi und Erik retten die Welt. Das ist ja, hey. Das ist ja unser Format, oder? Nach Staxel, nach Ego, nach The Forest, jetzt quasi Seven Days to Die. Nicht, dass wir zu weit laufen. Oh, ja, aber na, was denn? Da war gerade so ein Hase, der hat Männchen gemacht und ich hab ihn voll verprügelt. Ich dachte, man kann den essen, man kann den gar nicht essen. Also Scheiße. Tobi, alles wie immer. Alles wie immer, der war aggressiv. Der hat schon nach mir geguckt, der hat gegeilt. Ich dachte, man kann die essen. Achso. Die Zombies sind echt widerlich. Ach ja, man kann notfalls kann man bestimmt noch einen neuen machen, kurz mit Fasern, oder? Ja, ich denke auch. Faser, can you hear me? So. Cool. Nice. Erik. Du bist wunderschön. Ich bin schon sehr lange unterwegs. Als ich dich zuerst gesehen habe, dachte ich, du spielst eine Frau, als ich dich von hinten gesehen habe. Hä? Was soll das denn? Die kleinen Füße, die rasierten Beine. Wie macht man Taschenlampe? F? Nee. Ich habe aber die Fackel. Ah, okay, warte. Da ist eine Fackel hinunter. Hey, Tobi. Hey. Ich habe coole Schuhe. Okay, du siehst halt wirklich aus ein bisschen wie du, ne? Ja, habe ich so gedacht, dass das vielleicht so, ne? Gut, ich sehe auch aus wie ich jetzt gerade. Ich trage jetzt auch Dreadlocks, weißt du? Ich sitze auch gerade in Shorts hier mit Shirt. Und mit einer Fackel. Und mit einer Fackel. Oh, hörst du den Sound? Ja. Ich glaube, jetzt geht's mit den Zombies los. Warte mal, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Hilfe. Oh, scheiße, Mann, durch das Ruckeln treffe ich die nicht. Ich sehe nichts. Tot. Nein, was? Tobi, wo bist du? Ich sehe nichts. Ich bin tot. Oh! Oh, Alter, ich bin auch gleich tot. Oh, Alter. Ich benutze einen Verband. Oh nein, dann... Ich bin noch nie gestorben bei dem Spiel. Noch nie. Das ist das erste Mal. Aber es war so ruckelig. Ich habe halt nicht... Ich habe kaum noch steuern können. Geht richtig los. Bisschen Abstand. Sag mal. Hä, wieso, was habe ich denn für eine Faustrange? Was hast denn du? Tobi, mir reicht's, Tobi, alles klar. So. Was hat der denn für eine Range? Alter, voll der Mega-Arm einfach. Masopilami, Alter. So. Die Opernsänger. Sind die bei dir auch so fett gewesen? Nein, wir sind Gärtenschlangen, Tobi. Wie die aussehen. Boah, Alter. Boah, ist ein bisschen damaged. Das sieht aus wie RTL am Nachmittag. Boah, bei ihm hier das Auge fehlt und der Mund ist abgefressen. Boah, Alter. Boah, Alter, das ruckelt fest. Ich kann nichts machen. Oh nein, Autostamina. Oh Gott, Tobi, ich bin tot. Oh Gott, hier sind noch zwei. Oh. Ich kann halt nicht reinspringen, weil ich zu schade. Oh, hier ist noch ein Hund. Oh. Erik. Ich bin auf dem Tisch und hier sind sehr viele. Oh, Tobi! Ciao! Boah, okay, das war's. Ja, ich stehe ja noch. Boah, Alter. Das geht echt nicht, dass man die. Nee. Ich weiß halt echt nicht wie. Ich würd die halt gerne freigeben, aber ja, naja. Ich komme hier in eine Truhe. Ich bin deine Truhe, Tobi. Ich bin deine Truhe. Kommt dir das bekannt vor, Tobi? Kommt dir das bekannt vor, Erik? Erik, kommt dir das bekannt vor? Nein, es darf nicht wieder beginnen. Es darf nicht wieder beginnen. Oh. Ich hab 9 HP, 8 HP. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich bin fett am Bluten, Tobi. Ich werde hier oben verenden. Nee, ich glaube, man stirbt nicht. Man kann, glaube ich, nicht komplett verbluten. Tatsache. Okay. Puh, Gott sei Dank, Tobi. Puh. Nee, hinter der Scheune. Bin hier hinten. Oh Gott. Oh, Erik, hinter dir, Vorsicht. Oh, Alter. Die sehen aus wie wir.
Die sehen wirklich aus wie wir. Huch. Stimmt. Hä? Ja, wir können uns endlich mal verprügeln, Tobi. Ich treffe mich gar nicht. Nee, das bist ja du. Ich treffe dich gar nicht. Oh. Okay, man kann Wagen mehreren Phasen auseinandernehmen. Sag mal, ah, Katze. Was machst du denn hier? Putzel. Du kannst doch nicht immer... Komm her. Nicht. Die kommt hier immer in eine Aufnahme rein. Schon wieder. Hä? Kannst du dir mal Manieren beibringen, bitte? Ja, ja, ich muss da gleich mal. Ich wusste gar nicht, dass... Die Tati lässt die, glaube ich, immer rein. Tati hat es wohl immer noch nicht gelernt, hm? Ich glaube, die will, dass ich sie rauslasse. Nicht, dass sie dir wieder in die Spiele scheißt. Ja, das wäre nicht so gut. Okay, jetzt schnuppelt die gerade ein bisschen rum hier. Ich lasse die gerade mal. Was denn los, du alter Fellbomber, ne? Ja, die schnüffelt gerade im Division 2 Rucksack. Ich weiß nicht, was die da gerade erschnüffelt hat. Da will sie bestimmt sich jetzt reinlegen. Meine Katze hat sich früher mal in so Rucksäcke reingelegt. Vielleicht kann ich den aufmachen. Aber ich glaube, die erkundet hier gerade. Und wenn es ihm zu bieder wurde, dieser Rucksack oder halt die Tasche oder irgendwas da drauf. Das macht mir richtig Mut, Tobi. Das macht mir richtig Mut. Das sind Katzen. Aber das ist das ein Kater oder eine Katze? Das ist eine Katze. Okay. Ja, dann ich glaube, bei Kätzchen ist das nicht so schlimm. Okay. Ich glaube, die Männer sind da schlimmer. Putzel, komm mal von den Kabeln weg. Putzel. Oder geh. Komm oder geh, aber such dir was aus. Latscht die hier die ganze Zeit rum? Daran habe ich nicht gedacht, als ich die Ziegelsteine gemacht habe. Was? Was ist denn da passiert? Okay, der Dicke macht echt Damage. Hat er dich weggezwiebelt mit einem Schlag, ja, oder? Ich hatte, glaube ich, noch 25 Health oder sowas. Dann hat er mich one-hitted. Ich bin die ganze Zeit um ihn rumgetanzt und habe ihn auf ihn eingeschlagen. Aber irgendwie... Oh, okay. Boah, macht der Damage. Mais verprügeln. Ist Tobias wirklich an Maisdurchfall gestorben? Oh Gott, ey, das war das Schlimmste. Das war ey. Gut. Das war... Jährlich sterben 5000 Menschen in Deutschland an Maisdurchfall. Wie muss das denn aussehen? Unglaublich, Alter. Ach, schön war das. So. Ich sitze nur hier und denke mir, hat die das jetzt echt geglaubt? Ich weiß es eher. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es ernst war. Was es wahrscheinlich jetzt wieder tut. Aber mittlerweile. Ja, wahrscheinlich wird es wieder ruckeln, sobald mehr Zombies wieder da sind. Dann wird es wahrscheinlich schlimmer wieder. Ja, das kann natürlich sein, ja. Stimmt. Ich spiele mal Klavier. Ach, schön, ja. Toll, ja. Mehr kannst du aber auch nicht, ne? Nee, ich habe mein Klavier nur 3 Tasten. War ein günstiges. Das ist so ein riesen Flügel, da sind da so 2 Tasten an der 3. Habe ich bei Pearl bestellt. Die anderen Tasten sind instant ausgefallen. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, einer der Programmierer von 7 Days kommt aus Deutschland, ne? Also es ist Deutscher, oder? War das nicht so? Ich glaube, es sind sogar einige, die aus Deutschland kommen. Und wie gesagt, Alok kommt sogar tatsächlich aus Darmstadt. Der wohnt auch hier. Ach so, das heißt, wenn was schief geht, fährst du gleich hin und, ne? Richtig. Gut. Der kriegt dann einfach Fett aufs Maul. Ja, so ist das. Da sind Programmierer auch gewohnt. Wenn die das nicht kriegen, sind die verwirrt. Ja, natürlich. Deswegen, also da wird auch direkt, ich mache sofort Refund bei Steam. Mhm. Und dann wollen wir mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Gut, sehr gut. So muss man halt auch machen. Und es gibt wahrscheinlich noch eine böse Review. Wie zum Beispiel, natürlich. Fand ich nicht so gut. So, weißt du, 2000 Stunden Gameplay fand ich nicht so gut. Oh, das habe ich bei No Man's Sky damals so abgefuckt, diese ganzen Leute, die das 50 Stunden suchten und dann zurückgeben. Ach ja, ein Traum. Boah. Ehrlich gesagt. Boah, alter Vogel! Oh, diese Geier! Ich bin schon tot! Wie? Ich stehe aber noch. Hä? Der hat mich zweimal getroffen. Ich hasse diese fucking Geier. Ich hatte das ein bisschen ausgetestet in so einem Wüstenspielstand und so. Und da waren diese fucking Geier immer. Du hörst die nicht. Und die greifen aber. Alter, und ich bin schon tot. Wegen nichts. Krass. Mit 2 Schlägen. Aber jetzt habe ich meine Gesundheit wenigstens wieder. Erstmal schön im verdorbenen Müll rumwühlen. Geil. Ich durchwühle hier auch den Müll, Tobi. Da bin ich mir nicht so schade für. Hier muss angepackt werden, um die Menschheit wieder aufzubauen.
Die Menschheit? Die Welt ist einfach nur noch ein verlotterter Ort von Mietnomaden. Und da werde ich aggressiv. Das ist der Punkt, an dem ich aggressiv werde, Tobi. Das verstehe ich aber. Also, Mietnomaden ist halt echt das Schlimmste, was es gibt. Richtig, richtig. Krieg, weißt du, alles, Hungersnöte, okay, aber Mietnomaden, da hört für mich der Spaß auf. Also, ne. Ja, absolut. Absolut. Bin ich total bei dir. Ja, da werde ich fuchsteufel. Das würde ja bedeuten, dass wir in dem Game vorankommen. Das finde ich gut. Nee, dann können wir es ja gar nicht mal auf 2000 Folgen strecken, wie geplant. Eben. Sonst können wir ja auch Staxel spielen. Und den Bürgermeister einfach das Haus auseinandernehmen, wenn wir Folgen strecken wollen. Maximi, Maxima, Maximax ist da. Oh nein. Was denn? Bitte nicht. Das wird die Nacht der Nächte, Tobi. Jetzt geht's richtig rund. So. Ich fühle es bereits in meinem Penis. Du erwähnst ihn aber relativ häufig. Das wundert mich ein bisschen. Was ist da los, Tobias? Hast du ihn verloren? Oder willst, vielleicht. Oder willst du nicht die Zuschauer überzeugen, sondern vielleicht eher dich selbst? Auch da muss ich einen vielleicht in den Raum. Winter ist's mal wieder geworden. Ja, mei. Winter is coming. Die bayerische Game of Thrones Version. Die Spui um Thron. Der Kruzifix noch einmal. Jo, ich bin's. Der Baratheus. So. Oh Gott. Ah, du willst Krieg? Du willst haben. Ah, schön. Schweiz ist halt noch heftig. Ich muss da mal einen Schirm aufmachen. Ich hoffe, Frachten drohen die. Grünschrauben brauchen die U-Bahn nicht um noch heute Mord. Okay, ja, klar. Ja, genau deswegen. Es regnet. Jo. Torsten Wetter, du. Torsten Wetter. Nee, ganz kurz, als ich das Spiel das erste Mal angefasst hatte. Ah, okay. Läufst du da vorne schon? Hä? Hm? Der läuft einfach alleine weiter, ist das dein Ernst, Erik? Und mich macht da blöd an? Weil du weitergelaufen bist, dachte ich, du bist weitergelaufen. Ich bin zurückgekommen, extra. Du bist zurückgekommen, du bist zurückgeblieben. Und er sammelt erstmal, oh, da ist noch ein Vogelnest und oh, noch 6 Eier. Fürs Team, Tobi. Ach, Tobi, tut mir leid, ich hab alles leer gefressen. Tut mir leid, Tobi. Ja, jetzt versuch ich die Vorräte wieder aufzufüllen. Du sollst ja nicht vom Fleisch fallen. Oh, ich muss weiter essen. Ich kann nicht aufhören, ich hab Sorgen. Guck mal hier hinten. Schmobi. Hey, Schmobi, da bist du ja. Schmobi. So. Oh. Ja, ja. Das klingt nach Gewitter. Gewitter? Wo ist Gewitter? In Neuss? In Neuss, Düsseldorf? Kein Gewitter! Gewitter! Nein! Okay. Oh, meine Nase ist gebrochen. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Weihnachten könnte man wieder sagen. Oh, what fun it is to subscribe and watch my Let's Play. Hey, Jingle Bells. Was? Neuer Werbejingle. Habe ich mir gerade selber ausgedacht. The water. Out of Stalingrad. I'm cooking the water. You are cooking the water. I am making the clay. We are living together, and everybody goes, hey. La 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 la. La 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 la. Klingt halt immer nach einem geilen Song. Hä? Klingt halt immer nach einem geilen Song, egal was man macht. You're in the army now. You're in the army? Raus da. La
Lass das bitte. Oh. Ach Mann. Habt ihr schon mal gesagt, nicht ohne Butter. Ii. Was denn? Aber so eine streichfeine Butter, weißt du? Vor allen Dingen. Mägle. Vor allen Dingen muss ja zum Backen geeignet sein. Ach. Was denn? Ist doch, oder? Muss die nicht zum Backen geeignet sein? Bitte, Erik. Damit die auch schmilzt. Oder suppt es dann raus? Ich weiß es halt auch nicht. Einfach nein, jetzt nein. Das sind Fragen, die geklärt werden müssen, Tobi. Du kannst doch nicht die Augen vorverschließen. Lass mich hier in der Hitze ruhig alleine schuften. Mach das mal. Ja, ich mach die intellektuellen Tätigkeiten. Tobias, heb doch mal ein Gramm aus. Ich geh in die Bücherei. Tschüss. Originaler, wie hieß der früher bei dir in deinem Sims Let's Play? Fridolin, ne? Ja, genau der. Warte, heißer Urin wird dir helfen. Nein! Habt ihr das gesehen? Er hat mich geschubst! Du hast die Spikes kaputt gemacht, die ich liebevoll erstellt habe. Die Spikes, Tobi. Du hättest mich aus dem Graben ziehen können und du hast es vorgezogen, mich zu schubsen. Du hast die Spikes kaputt gemacht. Mit deinem massiven Körper bist du über sie hergefallen, weil es sich gut angefühlt hat für dich. Er hat mich geschubst. Ja, weil er die Spikes kaputt macht. Du bist ein Zerstörer von Werten und Objekten. Du hast keinen. Er hat nichts gelernt aus der Vergangenheit. Kein Respekt vor dem Eigentum anderer Leute, Tobi. Kein Respekt hast du. Richtig widerlicher Typ. Ach, schön. Was wiegt mehr? Ein Kilo Eisen oder ein Kilo Stein? Ich würde sagen, ein Kilo Stein wiegt mehr. Ja? Ich weiß nicht. Ein Kilo Stein wiegt mehr als ein Kilo Eisen, sagst du. Probier. Ich weiß es nicht. Da müssen wir jetzt aber nochmal. Ach, schön. Der Witz ist so 1000 Jahre alt. Schön. Oder falls du. Glaube ich nicht. Tobi? Glaube ich nicht, dass das ist. Ja. Was hast du getan? Was denn? Warum hast du den Weg disconnected? Jetzt kommen die Zombies doch nicht mehr darüber. Warum? Oh. Stimmt. Ich war im Grabefluss, Mann. Ich war voll drin und dann plötzlich dachte ich so, ja, ich muss jetzt hier rum. Wir können da vielleicht Klötze hinbauen oder so. Kann das nicht wegschieben? Das macht doch, die bewegen sich auch gar nicht. Die haben sich noch nie bewegt. Was ist los mit denen? Die haben sich noch nie bewegt. Alter, wie groß ist bitte die Hitbox von diesem Schwein? Low Ranger! Du stehst voll weit in der Luft. Also, huh! Hä? Was? Hä? Was? Was war das denn bitte? Wo bist du denn hingeflogen? Ich hab das gar nicht gesehen. Ich war einfach hinter dem Schwein kurz jetzt. Hä? Boah, wie, ich krieg meine Sachen nicht wieder, ne? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt respawned? Ich bin irgendwo. Ich bin im Wintergebiet. Wir haben unsere fucking Matratzen da. Was ist denn das für ein verfatztes Hustenspiel? Ich sage, die sind brutal. Oh, mach erstmal deinen Rucksack, dein Dings neu hin. Oh, Tobi. Oh, ich bin. Oh, Tobi. Mann, ich hab ganz vergessen, dass die Scheißdinger da sind. Ey, das gibt's doch Profis gar nicht. Profis at play, Alter. Weißt du, wir überleben den scheiß Blutmond und dann werden wir von den zwei Schweinen gebumst, die wir im scheiß Garten da unten haben, Alter. Oh. Gott. So. Schneide ich raus. Schwein ist auf jeden Fall weg.
Wildbret. La 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 la. Ich esse Wildbret. La 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 la. Wildbret. Na na na. Weißt du, ob das Wildbret? Tobi. Lololol. Lul. Aber die sind ja, bei WoW geht's noch. Das ist so comic-mäßig. Das ist noch in Ordnung. Achso, und vor allem ist es auch nicht 3D. Das ist so auf Third Person. Wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Skyrim ging auch noch. Skyrim habe ich mich durchgebissen, weil ich Skyrim liebe. Boah, du hast mich voll gespoilert, dass es da Spind gibt. Boah, was? Boah, Entschuldigung, Tobi, ey, was soll das? Was? Entschuldigung. Boah, Entschuldigung. Kann niemand mit dir aufnehmen. Tschüss. So. Tschüss. Schüße. Schuße. Gronk spielt doch eh nicht Skyrim. Ja gut, das ist richtig. Das ist ja so ein Running Gag seit Jahren einfach, den ich aufrechterhalte. Weil, ja, wir haben trotzdem unsere Folgen geguckt und wir verdienen Millionen. Oh mein guter Tobi, komm, hier ist noch ein bisschen Champagner. Komm, das Schwein bleibt einfach komplett ruhig stehen, macht einfach nichts. Und dann bist du einfach. Und du fliegst von weit weg. Dann bist du einfach tot. Einfach so. Mit einem Schlag. Oder was auch immer das war. Man weiß ja nicht mehr genau. Vielleicht bist du einfach vom, Schwein runtergefallen, hast ja das Genick gebrochen. Weiß man ja nicht. War auch ein sehr hohes Schwein. Ja, ja. So. Wie die in Brüssel. Vielleicht war das ja, ein Neuschwanschwein. Was? Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss. Tschüss. Und ich hoffe, Tobis Discord ist bis dahin gefixt. Das wäre echt ein Träumchen. Nee, mach denn. Ja, toll, danke dir, Tobi. Ich hasse dich, Hammer. Arschloch. Und ich gehe gleich nochmal. Tagesmorgen? Tag 14, Tobi. Ah, okay. Oh. Ich habe einen Grafikfehler in der Grube. Achso, ich dachte schon im kunterbuntes Haus. Ich habe einen fetten Grafikfehler in der Grube. Okay, das ist ja strange. Also einen richtig fetten Grafikfehler. Hä? Ich sehe die Grube bei mir gar nicht mehr. Da ist überall nur noch Rasen. Hä? Hä? Tobi, ich glaube, ich muss neu starten. Nein. Bei mir zeigt bei mir statt der Grube halt einfach nur noch Rasen an. Aber ich falle trotzdem rein und wenn ich reingehe, sehe ich halt lauter Texturenfehler. Hä? Das ist merkwürdig. Was ist das? Das ist merkwürdig, Tobi. So merkwürdig ist das nicht. Ja. Ja, ja. Nicht? Das mit den, Zombies war wohl keine gute Idee, nicht? Ja, ich sehe auch gerade einen fetten Grafikfehler. Ja, du kannst mich auch mal meinem faltigen Arsch lecken, nicht? So. Du alter Pornobaron. Hey Tobi, nein. Was fällt... Nein, Erik, nein, was? Ich sehe das am Bildrand hier. Hi, ich bin's, der Döler, hi. Gut, ich glaube, die High-Performance Running Shoes lasse ich mal weg. Was hast du denn für stramme Waden? Die passen so gar nicht zum Charakter einfach. Oh Gott, okay, ich bleib mal bei den Gothic-Stiefeln. Ja, die kommen alle. Aha. Oh! Schon. Wenn dort jetzt gleich vier Zombies wieder hochkommen, weißt du, was die da unten gemacht haben? Ich hasse Natur. Boah, was? Willst du mich verarschen? Wir hätten hier keinen Tunnel durchgraben dürfen. Was? Hm? Bruder Tobias, Bruder Tobias, erhöre das Wort unseres Herrn. Hallo, ich bin's. So, dann baue ich das hier auch mal falsch rum, dann sieht's wenigstens akkurat falsch aus. In der Mitte. Also ich würde da nicht gerne reinlaufen wollen, wenn ich ehrlich bin.
Und theoretisch müsste das für alle acht Mütte. Schnauzdoi! Lul. Habe ich mir anders vorgestellt. Oh nein. Tobi. Oh nein. Ja. Ich zieh um. Ciao. Yeah. Ey, wie ist das nicht so eine Tür, wie wir sie damals mal hatten? Ne? Ich habe mir das jetzt auch anders vorgestellt. Ja, irgendwie. Aber hör mal, Erik. Ich hab das die ganze Zeit. Ich. Oh. Wir gingen das Holzhaus. Nee. Nee. Ah, ich bin nervös. Jetzt greifen die von ganz woanders an. Spawnen einfach im Haus oben. Ja, oder hier direkt vor uns auf dem Platz. Das war's. Boah, Alter! Willst du mich verarschen? Hey, geil, Loot! Oh, der Gegenstand muss repariert werden. Oh, shit. Tobi, wir sollten langsam rein, ne? Oh, Alter, was sind das für, Nazi-Fettis? Boah, pass auf, Erik. Okay, rein. Okay, dann nehmen wir wirklich gleich mal die ganze Wand auseinander. Aber dann wird, wird nicht irgendwann oben die obere Etage einbrechen auch? Davon ist auszugehen, Erik. Es ist einfach so. Ich meine, klar. Okay, da hat halt echt nicht mehr viel gefehlt. Boah, die ganze verstärkte Wand, alles weg. Oh, Heilige. Überall alles voll mit Pfeilen. Gut. Also, pass auf. Der Tobi und ich, wir haben beschlossen. Wir spielen wieder Staxel. Reicht mir langsam nicht mehr. Na. Ich denke nicht. Ich hau dir mal die Schnauze ein. Hadalan. Hm? Mich? Soll ich mal ein paar Seeds holen? Ja, mach mal bitte. Darf ich dich dann ab sofort nur noch siezen? Nämlich doch Siezo. Er springt auf den Zug mit auf. Hey, so sieht's aus. Aus vier Maiskolben kann ich... Dann gehe ich nochmal los, ne? Ich pflanze nochmal Mais aus Maiskolben. Halt, halt. Was denn? Ja. Ist das dein Ernst? Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich die Schwäbisch dabei habe. Ist das dein Ernst? Alter. Boah. Also ich baller die jetzt alle weg, ne? Mach ruhig. Ich habe immer meinen Mais dabei, Erik. Das weißt du doch. Der hat sich dir einfach die ganzen Mais hier eingepackt. Oben sind doch mal genauso viele in der Kiste. Nein. Ich hungere hier die ganze Zeit und ernähre mich von dem Schmutz unter meinen Fingernägeln. Schmutz! Oh, ich hab wieder Muni. Okay. Vielleicht sollte ich einfach gehen. Ich hab wieder Muni, Tobi. Ich hab die wohl gefunden. Arschloch. Ich wusste das gar nicht. Oh. Alter, hey. Ich hab 0 HP verloren. Lass das bitte. Wobei es da schwierig wird, hinzukommen. Oh. Ja, okay. Ich krieg den Mais hier nicht abgebaut. Was ist das? Ich weiß nicht. Ist auch deine Brille, Alter. Mit der Frisur ist aber ein Traum. Ja, dann gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder bei Staxel.
Oder Ego. Ach, Ego. Oh, Mann, ey. Da freue ich mich auch schon auf die neuen Updates. Ja, Mann. Die bringen so viel Stuff einfach raus. Das ist so wahnsinnig. Boah. Das wird ein ganz neues Let's Play. Ganz neu. Endlich mal wieder die Welt retten. Ja, das sind Tannen. Oder Fichten. Oh. Fichten? Fichten, Tobi. Das sind Fichten. Puh. Das ist aber schön. Puh. Ich mag schöne Fichten. Fichten. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr welches. Wie wir überlebt haben hier, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Halt's Maul. Schnauze jetzt. Die Schnauze. Deine Zähne brauche ich um eine Waffe, komm. Ich mach mal jetzt ein paar schöne geschlagene Eier. Hinter dir. Hinter dir. Hm? Was kostet das? Ja, sehr gerne. Hey, 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 hey. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Ja, gleich direkt auf. Wie kommen wir erst an der Eier? Boah, du bist widerlicher Typ. Widerlich. Richtig widerlich. Jetzt haben wir wieder 6 Tage noch Zeit. Cool. 4. Das nein, Haus 5. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir es auf jeden Fall schaffen. Wie viele Folge ist das jetzt gewesen? Die 20. Ich habe keine Ahnung. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Das sieht echt safe aus. Also. Das ist echt. Wow. Maximi, Maxima, Maxi, Maxi. Volles Bürgermeisterhaus. Oh. Jedes Echo-Haus war halt stabil, ey. Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem zielführendsten 7 Days to Die LP auf YouTube. Von 2 ausgewiesenen 7 Days to Die Experten. Ja, natürlich. Die schon beim 2. Blutmond jammern. Na gut, jammern würde ich das jetzt nicht nennen. Wir zeigen einfach nur den Entwicklern, was für Fehler dieses Spiel noch hat. Richtig, richtig. Weil es ist nämlich nicht möglich, dass es an uns liegt. Nee. Das schließen wir kategorisch an dieser Stelle nämlich aus. Ja. Ich bin eigentlich schon Sitt, aber trotzdem habe ich dieses komische Durstsymbol. Ich glaube, das dauert immer ein bisschen. Habe ich manchmal das Gefühl. Ich weiß nicht, ich weiß. Dass das Wasser im Körper angekommen ist, Erik. Ich weiß nicht, ich weiß. Ich habe schon Wasserknie. Ja, vielleicht kann ich die einfach mal anstechen. Oder ich mache mal so ein O-Zapft ist. Hau ich mir da unten so ein Zapfhahn rein ins Knie. Dann haben wir immer was für unterwegs, Tobi. Komm, gönn dir mal Wasser, Alter. Gönn dir einen Schluck aus meiner Kniekehle. Über so einer Blase am Fuß, die man sich dann aufmacht. Mit so einem Strohhalm, aber mit so einem Zoomkist-Strohhalm, weißt du? Nein. So ein alter Capri, so eine Fuß, Alter. Tobi, Challenge Time, komm. Das ist zum Glück nur ein bisschen widerlich. Er sieht aus wie Herr Köbelwurst. Wo geht der hin? Oh, die anderen kommen hier hinten hoch. Okay, also. Die anderen. Stupid. Das sieht natürlich nicht aus wie Herr Currywurst, aber das Hemd. Gewisse Ähnlichkeit sehe ich da schon. Gibt es ein Rezept für Maisbrot? Es gibt ja Maismehl. Es gibt auch Gaga-Mehl. Alter, irgendwann hau ich dir richtig in die Fresse, Tobi. Was denn? Den hier wird wirklich. Glaub mal. Ich mach mal das hier, glaube ich. Das ist gut. Gott, sieht das scheiße aus. Brumm, 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 brumm. Oh,
will eine Fahrradklingel haben. Warum kann ich keine Fahrradklingel benutzen? Gott, sieht das scheiße. Nee, 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 nee. Tobi. Siehst du das? Wo bist du denn gerade? Komm mal kurz. Alter, du bist im Wasser am Fahren. Was? Wie das halt aussah. Helden wie wir. Okay, gut. Ich hab... Was war das denn? Nichts. Achso. Mit Schnitzel und so. Hä, was macht die denn da? Die legt sich jetzt einfach hin. Hä? Hä? Ach, die hat sich jetzt schlafen gelegt. Nee, die ist tot. Hä? Erik? Ich hab nichts gemacht. Die hat sich aber ganz langsam... Ich hab Videobeweise, Tobi. Was? Erik, was hast du mit der Frau gemacht? Ich hab Videobeweise. Kann man die ernten? Hä? Wie die auf einmal verschwunden ist, hä? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Die hat sich bei mir auch einfach hingelegt. Vielleicht sterben die nach Weile. Oder ich weiß es auch nicht. Das heißt also, ja, an Mais können wir uns echt totfressen. Das freut mich, Erik. Gerade mich freut es. Dich als Mais-Experten. Ja. Ist Tobias wirklich an Maisdurchfall gestorben? Das ist immer noch das Beste. Nach wie vor einer meiner Lieblingskommentare. Jährlich sterben 5000 Menschen in Deutschland an Maisdurchfall. Tobi fährt Fahrrad. Alter, was mit deinem Bike? Hä? Ja, das backt hier voll. Oh, ich bin in den Zwischenraum gefahren, oder was? Tobi, ich zieh mal von dannen, ne? Tschüss. Tschüss, ich komme. Ich bin Erich von dannen. Alter. Nitratpulver? Schenke ich Nitrato? Komm, Tobi, der war super. Ja, der war, ja. Ich lache immer noch. Ich weiß. Heute Abend, ne, also nachher, wenn du schläfst, wirst du dich bestimmt umdrehen und dann einmal kichern noch darüber. So. Ja, genau. Lassen Sie diesen Baum in Ruhe. Mit wem redest du da? Ich muss mir noch ein Baumhaus aus diesem Baum craften. Da ist doch überhaupt niemand. Lassen Sie diesen Baum in Ruhe. Mit wem reden Sie da? Sind Sie von der RWE? Das ist mein Baumhaus. Das wird hier folgendermaßen laufen, ja? Dieser Baum kommt hinterher ins Heizkraftwerk und das ist grüne Energie. So. Ja, moin. Was gibt's denn für eine Köstlichkeit? Wieder Moet und Chandon? Ja, so ähnliches Sprudel. Es ist, glaube ich, ein Riesling. Nee, es ist nur Wasser. Okay, ja. Oh, Leitungsriesling, alles klar. Nee, das nicht. Es ist schon mit Kohlensäure bestickt. Oh, der Fall, der gönnt sich also wieder. Noch schön die Dezember-Einnahmen von YouTube verprassen, wa? Einfach mal einen Kasten Geroldsteiner kaufen, wa? Und nicht auf den Preis achten. Ja, ich hau wieder richtig raus. Mann, Tobi. Kann ich nur den Kopf schütteln. Investiert doch lieber wie ein vernünftiger YouTuber in Anlageobjekte, wie zum Beispiel 3 BMWs. Ja, oder 5 Eigentumswohnungen. Ja, oder so. Ja, richtig. Das wäre natürlich cool. Ach ja, gute alte Zeit, wa? Egge. Ach, Egge, da freue ich mich schon wieder ein bisschen drauf. Oh ja. Mist, damit kann ich dich gar nicht verprügeln. Mist.
Ja, was ist das? Das hier? Du hältst bei mir nichts in der Hand. Also quasi deinen Wert. Es tut mir leid. Das war schlimmer, als ich dachte. Es tut mir doch leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe das ganze Feld umgegraben. Ich habe das Feld umgegraben, Fragezeichen. Bin Inspektor Gadget, tut mir leid. Ich schlage ja noch mit der Faust gegen die Wand, weißt du? Ja, wieso bingt das dann so? Sind das deine Fingernägel oder was? Nein, ich habe bionische Fäuste. Falsches Spiel, Erik, falsches Spiel. Ich hab damals zu stark Nägel gekaut, da mussten meine Hände abgenommen werden. Ja, oder vielleicht braucht man wirklich so eine Art Mine oder so. Also so eine Ader. Nicht unbedingt Diamantader, aber weißt du schon, so Goldader oder Eisenader, was weiß ich, was da gibt. Ja. Oder Konrad Adenauer. Adenauer. Ach du, das habe ich ja vermisst. Komm, du freust dich doch jede Woche drauf aufs Neue. Oder wie wir Italiener sagen, Ada Viderci. Ja. Kennst du auch Arnold Schwarzenegger? Das wird immer schlechter, Tobi. Das wird wirklich immer schlechter. Aber das kam jetzt von dir, ne? Da kann ich jetzt nichts für, Erik. Das habe ich auf meinem großen Tobi-Buch. Dinge, die Tobi sagen würde. So nehme ich mein Let's Plays immer auf. Das ist das Geheimnis meines Erfolgs. Ich habe eh 28 Eier in der Tasche. Ich hau mir dann die ganze Zeit Eier rein auf dem ganzen Weg. Alter, wenn ich da furzen muss, Tobi. Ich hoffe, du fährst hinter mir. Nein, ich fahre in die andere Richtung. Ist egal, der Wind steht günstig. So voll die Verstopfung einfach. Weißt du, wie es da hinterher aussieht? Wie die Stadt hier hinterher aussieht? Wie die andere da hinten, die noch glimmt. So richtig so einen üblen Schwefler auf die Welt losgelassen. Geht's, Tobi? Ja. Was? Hä? Tobi, da hat aus dem Spiel beigetreten. Cool. Was hat mich da gerade getötet? Ich weiß es nicht. Hier stand Tobinatos im Spiel. Ah, nee. Hier stand einfach Tobinatos gerade gestorben. Puh, hä? Ich warte hier auf dich. Ich hab den doch mit umgehauen. Wieso? Hä? Ich hab keine Ahnung. Lol. Was ist denn das? Also Messing. Leere Working Stiff Schachtel. Kennst du Lionel Messing? Das ist so ein Top-Fußballer aus Barcelona. Ich war traurig, wenn du mir so eine Witze erzählst, Tobi. Ich weiß genau, was passieren wird. Wieso? Wieso? Springe ich zu früh ab oder was ist mein Problem? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht, aber du. Keine Ahnung. Dann haben wir ein Feld damit voll, da können wir uns immer schöne Tees machen. So. Und wenn wir den Tee mitnehmen, weißt du, wie er dann heißt? T-Mobile. Fand ich jetzt aber wieder gut. Gut leben, da müssen wir natürlich mal gucken, wie wir das machen, ne? Da müssen wir mit leben, wenn es nicht weitergeht. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Tobi wollte es ja so groß haben, damit er seinen ganzen Schmuck unterkriegt. Mhm. Okay. Also zum Beispiel so ein Apo Red, ne, der sammelt ja zum Beispiel Schuhe. So ein Montana Black, der sammelt Caps. Und der Tobi sammelt Bauchnabelpiercings. Aber benutzte. Von Fremden. Ja. Die reißt sich auf Partys raus und läuft weg. Also. Alter, das ist richtig ekelhaft und bittere Vorstellung. Entschuldigung.
Ja, wir haben eine aufregende Nacht hinter uns. Wir wollten nämlich eigentlich nur kurz Pause machen. Ich wollte mein Käffchen machen. Und da kam wieder eine Schreierin. Eine. Genau, Tobi. Du sagst es. Es kam genau eine Schreierin. Alter Finne. Und dann war plötzlich die Hölle los. Tobi ist gestorben. Ja, man hat wieder aus Versehen gelevelt. Wie es halt so ist. Ne? Wobei das ganz gut war, dass ich gestorben bin, weil jetzt ist mein Leben wieder auf 140. Das ist voll geil. Oh, das ist nice. Tobi, ist wieder spät. Oh, da rein! Vera am Mittag. Vera Hallo. Doch mal früher gekommen. So. Lebensfähig. Oh, ich will mich in der Zombie-Apokalypse nicht dabei haben. Keiner das jetzt. Oh Gott, diese Demütigung. So, Wurzblätter, Plastik. Haben wir irgendwas für Rezepte, wo wir die reintun? Ne? Oh, Alter, ist das laut. Oh. Oh. Gesundheit. Weiß ich, dreh mich halt schon extra komplett vom Mikrofon weg. Alter, war das laut. Oh. Padding. Padding. Okay, Entschuldigung. Ey, Tobi. Ja? Bock auf Padding? Es wird einfach immer besser in dem Let's Play. Ich sehe alles verschwommen. Ach da. Hui! Oh, Entschuldigung, ich wollte den Killshot nicht. Also ich wollte. Alles gut, die lebt noch. Jetzt nicht mehr. Alles klar, cool. Warte, der Geier gerade. Mayday, Mayday! Ich guck nach oben. Hui! So. Und ich glaube, Joker können wir auch machen. Ja, sieht gut aus. Das Joker mich nicht. Weißt du, Tobi, jetzt werde ich ein Buch doch nicht kaufen. Level 6 Knarre, Tobi, voll geil. Ja, Mann, bang, 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 bang. Boah, geil. Amerika! Das sieht bescheuert aus. So, ich will die Patronen ehrlich gesagt nicht verballern, sonst würde ich es machen, aber lieber nicht. Da! Dumme Sau! Ha. Amerika! Boah, sind glaube ich echt ganz cool, ne? Die Jagdgewehre. Vor allem Level 6 wieder, geil. Ja, die, wie gesagt, die schießen halt nur einmal, aber wenn du halt triffst. Ja, die machen ordentlich Damasch. Damasch, Alter. Es wird nie alt. Ja. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Als wir in Berlin waren zur Demo. Ja. Da habe ich mir, oder da war er schon kaputt, oder da habe ich ihn zu Ende kaputt gelaufen. Ich weiß es nicht, da ist mein Schuh kaputt gegangen. Hinten in der Hacke. Und ja, und die Demo war sehr schmerzhaft schuhtechnisch, sodass ich abends, ja, in der Hotellobby, also der Piet kam noch vorbei und wir haben abends noch ein bisschen getrunken mit der Freundin von Timo Wölken und so, das war noch sehr nett. Und ich bin irgendwann zwischendurch, weil es halt echt geschmerzt hat, bin ich dann hochgelatscht aufs Zimmer und dachte so, ja, ich muss mir jetzt irgendwas reinlegen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, scheiß drauf, ich habe die Schuhe ausgezogen, bin dann einfach auf Socken runter. So, das sind meine weißen Botten, die ich sonst immer anhabe. Jetzt ist es aber so, dass ich sonst eigentlich kaum andere Schuhe trage, außer diese weißen Botten. Und gestern war ja Game of Thrones, kam ja, ne? Die erste Folge der neuen Staffel, musste man natürlich gucken. Und das ging ja relativ spät und dann musste ich nochmal runter in den Keller und hab dann nochmal Uploads angestartet danach und so. Und als ich dann schließlich im Bett war, war es auch schon wieder hell. Und irgendwie 2 Stunden später klingelt es an der Tür.
Und ich dachte so, oh nee, kann ich machen, nee, oh, kann ich aufstehen. Und dann klingelt es zweimal an der Tür, oh nee, oh. Und dann klingt es auf einmal dreimal, viermal an der Tür und ich gehe runter. So völlig verpennt einfach nur, weil irgendwie nur zwei Stunden geschlafen. Steht der Herr Ellmann in der Tür. Und sagt, hier zwei Pakete, aber 80 Euro Zoll. Was? Ja, 80 Was? Euro Zoll. Jetzt ist es aber so, dass ich keine 80 Euro zu Hause habe, Schrägstrich hatte, habe und nicht genau wusste, was machst du denn jetzt? Ne, also jetzt habe ich gesagt, nee, sorry, kann ich nicht machen, können Sie morgen nochmal wiederkommen? Und er so, ja, nee, geht nicht, bla. Und dann stand auch großer Aufkleber, nur Barzahlung stand da drauf. Und da meinte der irgendwie, was ich aber machen kann, ne, sonst müsste er aus Köln wieder abholen, der war sehr nett, sonst müsste er aus Köln wieder abholen, irgendwo da. Dass wir, also Köln, andere Rheinseite, so heißt das, dass er quasi in einer Stunde nochmal wiederkommt. So, ne, weil die haben für diese Sachen, haben die extra irgendwie so eine Ablage, die ist halt weit weg und dann müsste man weit weg dahin und bla und der würde aber in einer Stunde nochmal wiederkommen. So, ich also völlig übermüdet, ja, dachte mir, oh, da muss ich jetzt gleich zur Bank, muss mich anziehen. Das Erste, was du machst, ist natürlich dann Morgenkaffee trinken. Ja? Natürlich. Genau, um auch mal wach zu werden. Und das Problem ist, dieser Morgencafé hat nicht so gut funktioniert. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen. Es klingelt an der Tür. Der Mann ist wieder davor, oh, ne? Davor. Und ich habe ihm mal gesagt, boah, nee, oh, hier Nachtschicht. Und hat er gesagt, okay, ich fahre sie zum Bankautomaten. Nee, nicht, ich fahre sie, wir treffen uns am Bankautomaten. Okay. Ist erstmal dubios, vielleicht, weiß ich nicht ganz. Aber ich war natürlich verschlafen und ich so, ja gut, ja, hier Bankautomat, alles klar. Ich ziehe mich kurz an, ich gehe da gleich hin. So, und gehen wir zum Bankautomat und dann hat er auch tatsächlich da gewartet mit seinem DHL-Wagen, das war irgendwie super strange. Und was wollte ich jetzt erzählen? Ach ja, genau. Hat er gewartet und ich gehe zum Bankautomaten und ich hatte wieder die weißen Botten an und auf dem Hinweg, mein Fuß hat schon so wehgetan. Einfach so bei jedem Schritt hat halt der Hacken immer da fett in dieses Loch da reingeschrapelt und immer reingeschabt bei jedem Schritt. Und der Weg ist halt schon so ein bisschen. Und ja, dann komme ich zum Bankautomaten und denke mir, na, gleich hat er ein spuken Ende. Und der Bankautomat leider geschlossen. Also nicht geschlossen, sondern temporär außer Betrieb natürlich wieder. Oh nein. Ja, ich gehe also zum DHL-Fahrer und sage ihm, Bankautomat temporär außer Betrieb. Und er so, was? Und ich so, ja, temporär außer Betrieb. Und er so, ja, springen Sie mal rein, ich fahre Sie zum nächsten Automaten. Hä? Ich springe also in den Wagen und dachte mir so, wenn der mich jetzt entführt... Das wäre halt doof. So. Weißt du, irgendwie so, weil das war alles so komisch. Und jedenfalls, ich bin aber reingesprungen, weil ich war auch völlig im Arsch und bla. Und dann fährt er mich dann irgendwie so zig Straßen weiter, bla. Und dann war da irgendwann war da halt eine Bank und dann bin ich halt da so hin und hab dann irgendwie auch Geld abgeholt. Und hab dann den Zoll bezahlt und dann drückt er mir die Pakete in die Hand. Und ich frage so, ja, haben sie vielleicht bei uns in der Nähe noch irgendwie Pakete, dass sie wieder zurückfahren würden? Nein! Ja, oh. Und dann bin ich halt mit den, ja, also der, ja, ging halt nicht. Ich wollte ihn auch nicht fragen oder irgendwie, wäre mir auch schäbig gewesen, wenn ich dann sage, hier für 10er. Weiß ich nicht. Und er dampft dann wieder ab. Und ich stehe dann da mit meinem kaputten Schuhen. Weißt du, zwei Paketen, völlig übermüdet, irgendwo. So zig Straßen weiter, wo ich eigentlich noch nie war. Und und musste dann erstmal natürlich wieder nach Hause schlurfen. Und das war halt ewig weit. Und da, als ich zu Hause angekommen bin, da war Tati auch einigermaßen wach, da habe ich dann mal in meine Socke geguckt. Und hinten am Hacken ist eine riesige Blase. Also richtig, der ganze Hacken quasi eine einzige Blase. Das ist halt ekelhaft. Aua. Ja. Ja, jetzt habe ich da ein Potpourri aus Blasenpflastern drauf. Das ist nicht so geil. Also ist widerlich einfach nur. Ja, ich brauche neue Schuhe. Gönn dir auch mal, Erik.
Nice. Schön. Guck mal, der Kumpel von ihm. Nein, ich, nein, ja. Was passiert? Guck mal, der bleibt auch stehen und guckt. Oh, der Arme. Das wäre toll. Vielleicht hätten wir kleiner anfangen sollen. Hä? Wahrscheinlich hätten wir einen Wall drum bauen müssen. Ein Wall. Wall. Ein Wall. Ich leg mich auf euer Haus. Eine Todesfalle. Oder eine Untodesfalle. Aber die nächste Ernte bringt uns reiche Kartoffeln in die Taschen. Reiche Kartoffeln werden auch oft wohlhabende Deutsche genannt. So. Das kannst du mal glauben. Ich bin aber auch heilfroh. Was? Was leck mich, Alter. Wenn der mich jetzt tötet, ne? Die kleine stinkende Hure. Das gibt's überhaupt nicht. Alter, verpiss dich. Oh, oh. Oh nein, oh. Oh, das gibt's nicht. Das war so ein scheiß Feuervieh. Na gut, in der nächsten Folge hole ich meine Leiche. Spannung! Das ist so geil! Alter, das ist so bösartig einfach. Alter, das ist weißt böse. Das erste Bein Mal bewegt sich noch. Das erste Mal in 50 Folgen, dass hier überhaupt irgendwelche Wildtiere vorbeikommen und wir schießen sie einfach gnadenlos nieder. Endlich was anderes als Zombies. Okay, cool. Dann kann ich hier nochmal ein bisschen anrühren. Yeah, 1000. Mich will er nie anrühren. Ich kann, Tobi, soll ich dich mal anrühren? Bitte Tobias. Nein, bitte nicht. Tobias. Tobias, ich berühre dich. Oh, ist das eklig. Hä? Was soll das denn heißen? Ich wünschte, er hätte es nie getan. Hat es dir auch geholfen? Tobias. Tobias. Warte. Man könnte denken, ich habe aus der Dose getrunken, aber in Wahrheit hat mein Nasenloch geblubbert. Das Nasenloch-ASMR habe ich gerade erfunden. Das wird ganz groß, Tobi. Wie es auch in diesem Spiel liebevoll genannt wird, Becherglas. Ach, schön. Kennst du Joko und Becherglas? Er schießt mich. Der Grüne wird sagen, da stand vorher Mais und jetzt steht da Beton. Da stand toter Mais und jetzt steht hier Hoffnung auf Leben. Man muss ja ein bisschen eine optimistische Grundhaltung muss man schon wahren. Bin ich so dabei. So ganz verrückt, wir machen einfach ein Koop-Let's Play zu Generation Zero. Das wär's. Zu viert. Ja. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig. Aber wäre das noch wie der alte HWSQ? Ich bin unsicher. Nicht. Ich bin unsicher. Der alte HWSQ, wie war denn der nochmal? Der stand für Abwechslung, Erik. Der stand für Spaß am Spiel. Der stand für alles. Also ganz anders als heute. Ja, natürlich. Ich meine, mit unserem Millionendeal für Generation Zero, wo wir ja knapp 500.000 Euro kassiert haben. Pro ja, Kopf. Gut, klar. Klar, aber ja, dafür, also, das ist natürlich. Das ist halt voll der neue HWSQ jetzt. Richtig, das ist klar. Neo-HWS. Och, Windows! Gemeinsam erfolgreich sein! Verpassen Sie dieses Update nicht! Hau ab, Windows! Jetzt muss ich aus Windows, dem Spiel raus! Windows! 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 Ich bin ein Windows-Update! Windows! Boah, immer wenn ich spiele, die Lüben, immer. Nicht irgendwie dazwischen oder wenn ich mal irgendwie in Photoshop bin, immer wenn ich ein Spiel offen habe, die Lüben. Oh Mann, Windows.
dass sie jetzt nicht checken, dass da so ein Full-Display gerade läuft, das ist so. Oh. Ja, das ist nur Windows, jetzt komm mal runter, bitte, ja. Kannst du nicht verlangen, was absolut. Zum anderen Ende der Bruchstelle. Was? Ich hasse Windows, ne? Ich hasse Windows Update! Ich hasse Windows Update! Es ist gerade alles so episch und so interessant und so. Boah. Da müssen wir mal wieder ein ordentliches Feld anlegen, wa? Das sind ja, man muss ja Tradition bewahren. Und die Leute müssen ja auch, wenn die nach Hause kommen abends und die sind sauer, die wollen ja ihren Frust auch irgendwo hintragen. Und bevor man dann den Ehepartner verprügelt, ist es doch gut, wenn Tobi und Erik mal wieder Felder umgraben. Ja, absolut. Das ist ein Dienst an der Menschheit, den wir hier machen. Das sehen, nur manche sehen das leider nicht. Ne? Das wird dann offenbar immer so von oben herab behandelt, aber in Wahrheit ist das sozialpädagogisch, was wir hier machen. Absolut. Tobi, wie fühlt es sich an, ein so guter Mensch zu sein? Schon immer fühle ich mich sehr gut dabei. Ach ja, Mensch. Ich finde, man kann bei dir noch was lernen. Das kann ich nur zurückgeben, Erik. Absolut. Ach, danke schön. Ach, Tobi, wir sind schon sehr gut. Wir sind die Helden der Menschheit. Da kannst du einfach nichts anderes gegen sagen. Wir haben ein neues T-Shirt im Shop. Da steht einfach drauf, wir sind schon sehr gut. Boah, dein Discord, ne? Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt. Das ist einfach eine Katastrophe. Hast du was gegen meinen Discord? Ja. Ja, was denn? Was ist es denn? Ich hasse dein Discord, Tobi. So, jetzt habe ich es dir endlich mal gesagt. Ich hasse es. Es ist ein glühender, alles verzehrender Hass. So. Vor allen Dingen, ich verstehe. Ich glaube, ich bin offiziell alt geworden. Ich verstehe diese Musikrichtung nicht. Also ich verstehe sie schon. Aber es klingt halt immer so, als wären die Leute, wenn die in der Speicherkabine sind, als hätten die echt eine beschissene Nacht gehabt oder hätten gar keinen Bock da zu sein. So, na, ich finde einen Flusen bei mir in der Tasche. Mein Leben ist so spannend. Na, gleich gehe ich weg. Dann muss ich einkaufen. Ich kaufe mir ein bisschen Kaffee, gemahlen. So, weißt du, so ist das halt. Ja, ich kann mit dem Book halt überhaupt nichts anfangen. Das ist irgendwie. Es liegt nicht nur an dir. Bleib du mit meiner Allerin. Wenn du dich weh, kann ich dich gleich blenden. Ja, das ja. Sehr authentisch. Ne? So, das sind die guten Kommentare. Die drucke ich auch aus, ehrlich gesagt, und sammle die in so einem Album. Sind ja nicht viele. Da reicht ja so eine Klarsichtfolie. Ach, schön. Ja, wir sind halt auch sehr, sehr stark. Das darf man nicht vergessen. Wir verfügen ja über diese übermenschliche Stärke. Weil von Tobi und mir, die Mütter, ne, die kennen sich und die haben gemeinsam im Uranwerk gearbeitet. Und uns auch da geboren. Meine Mama Ulf. Schön. Also ich würde einfach mal von dir eine zarte Flanke entblößen, dann kommen die aber bestimmt gleich angerannt. Könnte ich mir vorstellen. Sag ich hier, guck mal, gut abgehangen. Und ist halt, das ist unser, nee, nicht Wasabi, wie heißt er, unser Wagyu-Tobi. Ja, der wird jeden Tag massiert und auf die Weide geführt. Alter. Tja, hätten wir jetzt mal einen Chemietisch. Hä, mach doch noch einen Messbecher, Tobi. Oh, Alter, der Messbecher. Was ist denn mit den Messbechern in diesem Spiel? Liebe Entwickler, was ist denn mit den Messbechern? Wo ist denn dein Hart? Kennst du das noch? Ah, nee, du müsstest. Nee, ich glaube nicht. Kenne ich, glaube ich, nicht, nee. Das war, glaube ich, noch die frühen 90er. Ich glaube, da warst du noch ganz, ganz klein, Tobi. Der ganz kleine Tobias, der ist immer gegen die Wand gelaufen. Da war ich noch nicht mal geplant. Wobei, das war ich auch so nicht, wahrscheinlich. Ja, ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Ich bin kein Wunschkind. Und man hat es mich merken lassen. Ja. Darum zehre ich heute all die Liebe
und den Zuspruch aus den Kommentaren. Oh, Gott. Was denn? Gott, das ist widerlich. Hä? Handherz. Nee. Was? Hä? Okay, dann hier lang. Danke. Du fährst genauso scheiße wie... Hey, du bist mir reingefahren, du Arsch! Hä, rechts vor links, Arschloch. Typischer BMW-Fahrer. Typischer BMW-Fahrer. Oh, jetzt fährt's aber auf. Komm, jetzt mach ich Lichthupe hier. BMW-Fahrer, jetzt fahr ich alleine. Das muss ich mir nicht sagen lassen. Also, wie er voranrast hier. Rechte Spur, nee. Weißt du? Auf der rechten Spur rasen. Rechts vorgeboten, noch nie was von gehört. Oh, miau. Oh, Messbecher. Tobi. Entschuldigung, alter Seven Days Witz. Bist du schon darüber hinaus, das lustig zu finden? Ich hatte schon Hoffnung. Immer wenn der Tobi in der Badewanne liegt, dann ärgert er sich einfach. Weil dann einfach alles verpufft. Was ist hier denn passiert? Hä? Was? Das ist ganz. So funktioniert ein Fluss, Tobi. Was willst du von mir? Was ist das? So funktioniert ein ganz normaler Fluss. So, Blei, das kommt hier hin. Alter, wie der gerade immer lauter wurde bei Discord. Alter. Du hast auf dem Teller Fischstäbchen. Ja. Und rechts daneben liegt Kartoffelbrei. Ja. Wie isst du das dann? Ich esse die Fischstäbchen und zwischendrin den Kartoffelbrei. Was? Ja. Und du ziehst nicht die Fischstäbchen durch den Kartoffelbrei? Hä, bist du verrückt, Alter? Du schmierst Kartoffelbrei auf die Fischstäbchen mit dem Messer wenigstens? Hä? Nein. Tobias! Wer sind Sie? Das geht gar nicht, Mann. Ich hasse das, wenn sich Essen berührt. Das geht nicht. Wenn sich die Geschmäcker vermischen, das ist das Beste, Tobi. Nein. Die Kombination aus den Geschmäckern, das ist doch... Du machst doch was Neues draus dann. Das ist ekelhaft, Mann. Das ist nicht ekelhaft, das... Mit dir rede ich nicht mehr. Du weißt überhaupt nicht, wie man isst. Schwänze, Schwänze. Was? Ey, was spielst du denn da schon wieder ab? Tobi, was? Tobi, was? Was hast du da gerade abgespielt? Ich glaube, du hast gerade ein Gerücht bestätigt. Nee. Ich habe auch nur Schwänze gesungen. Ja, weil das dein Lieblingslied ist offenbar. Denn immer, wenn ich bei dir ins Stream gucke, dann singst du gerade Karaoke dazu. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das woher ist dieses Tradition Lied, ist. Erkennst du das nicht? Uah, nein. Das fand ich gerade runter vor Freude. Das von IT Crowd. Nee, ich kenne das nicht. Ich hab auch geguckt bei YouTube, ich habe das nicht gefunden. Ja, das ist von IT Crowd und zwar die Folge heißt Der Betriebsausflug. Da gehen sie in ein Musical namens Gay. A Gay Musical. Was? Und da werden immer... Halt meine Hand. Nein, das ist nicht meine Hand. So was. What the fuck? Ja, das ist sehr witzig. Ich glaube, der ist... Irgendwas hat der. Die essen... Ich habe gehört, die ernähren sich von Blei. Ih, das Knacken. Bitch. Froschfreunde. Alter. Oh, guck mal, der Rücken, Alter. Ich glaube, der Rücken ist im Arsch. Aber Milke, nee, bei Milke normal. Ach so, aber mir ist der Rücken voll durch, Alter. Leck mich doch am Arsch. Ich hab keine Ahnung. Tobi, ich leck dich nicht am Arsch. Hör auf, mich das dauernd zu fragen und mir Einladungen zu schicken. Erik, bitte jetzt, mach doch mal endlich. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Wie viele Picks soll ich dir denn noch schicken? Gut, ich sammle die jetzt im Ordner, aber das hat nichts zu sagen, Tobi. Hör auf, mir die zu schicken. Alles klar. Okay, gut. Das war eindeutig. Ja. Ich verstehe. Danke. Tobi, hier ist wieder 3 neue Mails. Was soll das? Hast du es dir nochmal überlegt? Das alles kann dir gehören. Und ein Caffeine Day. Ah, Tobi, das ist das Leben. Kartoffel, Kaffee, Steine klopfen. Mensch, das erinnert mich an meinen letzten Knastaufenthalt. Ach ja.
Good Old Times. Vier Finger Henry und Hintertaschen Joe, meine beiden Knastkumpels. Ja, ja. Das Tattoo habe ich noch heute. Das klingt jetzt aber nicht so begeistert. Hä, wieso? Wir mussten uns mit der angespitzten Zahnbürste und Feuerzeug tätowieren, Tobi. Das sowas schweißt zusammen. Was denn? Aua. Was denn? Ach ja. Aus Zement. Ich weiß noch nicht, ob wir genug Zement dabei haben. Also ob wir genug Zement generell haben. Hä? Och man, schon wieder so ein Grafikfehler. Hä? Bei mir ist überall Wiese, wo... ich bin gerade in den Graben gefallen, weil ich über ein Stück Wiese laufen wollte. Das war aber der Graben. Was ist denn da los? Das ich wünsche euch live auf schreibt doch unter meine Videos einfach, ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh, ja, hör auf, Alter. Und dann immer, wo kommen die ganzen Likes her? ins Maul. Ach, schön. Dumm, dumm. So. Boah, i. Was denn? Ich habe gerade Blutmond, hier flog eine Fliege rum. Aber die nervt mich schon seit Tagen. Jetzt nervt sie wohl nicht mehr. Vielleicht wollte ich einfach nur mal fragen, ob du eine Kippe für sie hast oder so. Oder was zu trinken. Nein! Hier, Teufel, hast du mal eine Kippe? Alles Teufelszeug. Kippe. Haben sie auch Feuer? Ach, hier hinten hast du die gehabt. Okay, alles klar. Ja, genau. Ist gut. Genau, ich hoffe, das ist gut. Oh, Alter. Tobi. Ja? Wir haben noch keine Zeit dafür. Das ist Paradies, Erik. Wir haben keine Zeit dafür. Schon bald werden wir sterben. Das ist mir. Ja, dann habe ich wenigstens Spaß gehabt vorher. Oh nein. Was man auch sagt, es ist einfach falsch. So. Alles gut bei dir. Ja. So. Energisches. Kennst du? Ich habe gerade das energische ASMR erfunden. Mann. So. Boah, ich würde mich verprügeln, wenn ich so einen Channel hätte. So überhaupt nicht genießen und langsam kauen, weißt du? Nee. Rein. So höre ich mich bei Burger King immer an. Okay, ich lass das lieber. Tobi. Ja. Tobi. Ne. Hast du noch gesehen? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm gewesen, glaube ich. Ja. Wo ist das Vieh hin? Ja, aber echt. Was soll das? Tobi. Ich weiß, das Reh ist halt noch. Ich weiß. Hast du es gerade... Du hast es gerade gerichtet. Was? Sieht das von hier aus nicht? Ich habe die Blutspritzer nicht gesehen, Erik, die da gerade im Türrahmen zu sehen waren. Welche Blutspritzer? Naja, so zwischendrin muss man sich immer mal so ein bisschen... Ja gut, das stimmt. Ich setze mich zwischendurch immer um. Dann nimmt mein Körper, das wäre Fitness. Oh, schon wieder pumpen heute, ey. Für die eine Arschbacke auf die andere gesetzt. Oh, kann nicht mehr. Vollkommen fertig. Jetzt erstmal 7 Snickers. Du, den verbrannten Zucker musst du halt auch wieder reinholen. So. Ja, ist ja so. Oh, hier ist noch eine... Nitratpulver, sag mal. Ist das hier drin gewesen? Nee, ist natürlich nicht da drin. Die Machete können wir auch sowas von auseinandernehmen. Compoundbögen können wir eigentlich auch auseinandernehmen. Nie trat ein besserer Künstler hier auf. Wow. Das ist ja ganz furchtbar. Was? Alter, du hast keine Socken und keine Schuhe an. Aber dafür habe ich ein Kleid an. Das ist wunderschön. Ich habe mir ein Kleid angezogen, Tobi. Alter, nein. Zieh das bitte wieder. Was wollen die Nachbarn sagen? Oh, ist das schön. Oh, endlich. Oh. Ist das ein Traum? Oh, schön. Nein, oh, bitte nicht. Jetzt steigt er noch aufs Fahrrad, ey. Nee. La, la.
Oh, man kann mir unter den Rock gucken. Oh, oh, lieber Zuschauer. Oh, wie frivol. Oh, oh. Ob mir gerade jemand unter den Rock gelitzt hat? Mm. Ah, ist mitgenommen. Jetzt habe ich das Skirt extra für den Witz mitgenommen. Hab extra einen Inventarslot dafür belegt, die ganze Zeit. Nur für einen Witz. Aber so bin ich eben. Bin jetzt runtergefallen, als ich das geschrieben habe. Ja. Ich habe ja in meinem Leben auch schon lange von Bringdiensten gelebt, irgendwie, auch mangels Küche damals. Auch gerade sowas bei Bringdiensten, dass man sich da einfach mal irgendwie, oh, eine Schweinshaxe beim Bringdienst mit Knödel und so richtig aus dem Restaurant. Und jetzt hat Lieferando auch noch Foodora aufgekauft. Ich hasse die und jetzt haben die alle Restaurants rausgenommen. Und man kann sich nicht mehr Restaurantessen bestellen. Was ist da los, Lieferando? Ich hoffe, das kommt bald wieder. Ja, so. Boah, da bin ich echt sauer, dass sie das gemacht haben. Da bin ich, weißt du, ich... Ist okay, ich finde es einen cleveren Zug, aber ich bin sauer, dass Lieferando alle aufgekauft hat und jetzt gibt's einfach effektiv keine Lieferdienste aus Restaurants mehr. Ich finde, das Let's Play wird dadurch gar nicht nervig. Ich weiß in die Apotheke. Ich bin 12 Jahre alt. Huch. Machst du nicht das Fahrrad kaputt damit? Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Okay. Hä? Nice. Hä? Wow, Tobi, was? Hä, wie cool. Wie cool war das denn gerade? Voll geil. Steine haben wir nicht mehr, ne? Ach, sag mal, willst du mich verarschen? Was das denn? Update soll Windows besser machen. Immer wenn ich Spiele anfange. Und dann kommen immer zweimal Update-Hinweise. Hau ab, Windows. Lass mich in Ruhe. Immer wenn ich Spiele aufnehme. Mach doch mal ein Windows-Update, Erik. Willst du mich verarschen? Tobi, hol doch mal Messbecher. Ich bin dabei. Das geht so einfach. Du musst nicht zum Händler gehen. Und in der Apotheke gibt es 7 Stück. Ich bin gerade in der Apotheke. Für jeden Kommentar gibt es da einen. Jetzt hol da gefälligst welche. Diese verschissene Apotheke ist nicht eine Kiste, wo man aufmachen kann. Sie zerstritten sich, die letzten beiden Überlebenden der Menschheit zerstritten sich über Messbecher. Und fortan ging jeder seine eigenen Wege. Oder wir erschießen uns gegenseitig irgendwann. Sind das diese stärkeren Zombies, die es jetzt... Tobi, was denn? Nee. Was denn? Du hast Messbecher! Nee. Du hast Messbecher! Ja, ja, ja! Was? Was? Alter! Kommt, der feiert mit mir. Geil! Warte. Entschuldigung, ich singe gerade Vangelis. Oh, warte mal, ein Poppenpilz. Moment, Moment, Moment. Oh, 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 oh. Ich drück die Daumen. Ja! Ja! Was? Ja, was? Ja. Was? Was? Geil! Du verarscht mich. Nein. Hast du gerade einen zweiten Messbecher gewonnen? Ja, mich, Tobi. Ich möchte dir weinend in den Armen liegen, Tobi. Ich möchte dir weinend in den Armen liegen. Oh Gott. Ich gehe nach Hause. Oh, irgendwas Schlimmes passiert gleich. Tod. Brecher oder irgendwas. Tod, alle Sachen despawned. Ja, wahrscheinlich. Ja, dann holen wir uns aber welche über die Konsole zurück, ganz ehrlich. Wenn ihr das macht, ist das Cheaten und illegal. Ja, aber der Bug, der dir die Sachen wegmacht, ne, das ist dann okay. Ja, das da ist ja von dem Spiel war. Da sehe ich keine Probleme, Tobi. Ja. Diese Airdrops von den Kommentaren sehr gefeiert wurden, was Messbecher angeht, haben wir jetzt schon 2 aufgemacht und war noch keiner drin. Oh, sag mal!
Was ist denn mit diesem verbackten Fahrrad, sag mal? Warte mal. Arschloch-Fahrrad. Warte mal. Ich habe Intellekt 10, ich kann Fahrrad fahren. Warte, hier. Pass auf, wenn ich dagegen laufe, ich glaube, so funktioniert es, wenn ich jetzt dagegen laufe. Hui! Aber warum fällt das bei dir immer um? Ich habe keine Ahnung, Tobi, ich weiß es nicht. Ich habe die Dinger gebaut, ich weiß doch, wie Fahrräder funktionieren. Geschossspitzen. So musst du das aussprechen, Tobi. Entschuldigung. Danke. Ja, also. Nein, Geschossspitzen. Ja, okay. Ich merke mir das. Kannst du mir bitte genauso sagen nochmal? Geschossspitzen. Geschossspitzen. Spitzen. Hat mich gerade irgendwie an Stew, ich weiß nicht warum. Geschossspitzen. Mit deinem Scheißfahrrad. Ach, weil da oben, ich sehe schon wieder die dicken Eier von Tobi über die Luke hängen. Ich weiß genau, warum da Cotton liegt, weil der feine Herr Tobi seinen Müll da wieder runterschmeißt. Kennst du den Cotton Joe? Wie er sich selber totlacht darüber. Ach komm, der war echt gut. Oh Gott, nein, Joe. Oh Gott, nein, Joe. Oh Gott. Hui! Oh, es sind zwei Hunde. Oh, kannst du mal kurz? Ja, warte, ich wechsle auf die Pistole. Ich muss nachladen. Warte, ich hab's gehabt. Danke. Oh, Mist, ich hätte auch die Waffe wechseln sollen, schlauerweise. Sag mal, ist meine Schippe auch weg, ey? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Warum sind meine ganzen Sachen weg? Guck mal, eine neue Schippe. Willst du mich auf die Schippe nehmen? Biskin, Tobi. Oh, oh, das Stamina. Limbiskin? Oh, Junge, Junge. Bist du sehr müde oder einfach nur, verzweifelt? Nee, ich hab echt Kopfschmerzen und bin müde, aber das macht nichts. Das macht die Sache doch besser. Okay, also alles wie immer. Genau. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play 7 Days to Die. Hast du mich gerade mit dem Armbrustbolzen abgeschossen? Nö, du, ich hab gar keine. Ich hab eine Beinbrust. Du alter Lump. Ich hab Überschenkeltitten. Lass mich in Ruhe. Oh, also bei dir guckt vorher. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Das findest du lustig. Bei dir guckt gerade voll der Pfeil aus dem Gesicht. Das sieht so lustig aus. Das sieht aus wie ein Bleistift. Sei ruhig. Und hast du Durchzug in der Nase, Tobi? Ach, die Nachbarschaft kommt wieder. So. Die wollen nicht bezahlen, die Metze. Kannst du mal sehen, wer die Kinder kriegt? So, Entschuldigung. Ich möchte kurz sagen, dieser Zombie ist nicht real existent, ja? Muss man jetzt immer so Disclaimer einblenden. Ich wollte gerade sagen, am besten immer so ein. Du musst mal so ein Sample aufnehmen, wo du mit so einem. Hast du gerade Cock gesagt, Tobi? Ja, Entschuldigung, ja, tut mir leid, aber wo du mit einem Whisky, mit so einem Glas. Vor Kaminfeuer sitzt, die Beine so übereinander verschränkt. Hört sich jetzt schon gut an, ja. Und dann erzählst, dass das nicht real war und dass dieser Witz doch nicht so gemeint war und auch nicht aufs echte Leben zu übertragen ist und so, weißt du, mit Brille. Oder vielleicht einfach nach jeder Folge einfach so ein Kaminbild einfach. Diese Folge war virtuelle Welt, bla, irgendwie sowas. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, genau. Und dann die Beine so verschränken. Ja, genau, so übereinander geklappt. Hallo, lieber Zuschauer. Kann man hier den ganzen Gang voll machen mit Schießscharten? Dann kann man in den Schießscharten mit Geschossspitzen. Oh
Halt einfach das Maul. Ist das widerlich? Das ist so richtig widerlich. Oh, schön. Tobi, was ist denn dein Lieblingsgericht? Versuch gerade die Stille zu füllen mit dieser stupiden Arbeit hier. Das Bundesverfassungsgericht, tatsächlich. Hä? Das ist dein Lieblingsgericht? Oh Gott. Hätte ich mal bloß die Schnauze gehalten. Da war mir die Stille lieber als deine dummen Witze. Wobei das manchmal echt ganz gut tut, ne? Wenn man einfach, wenn man sich hinsetzt und die Hose aufmacht. Und ich meine jetzt natürlich nicht den Schlons rausholt, sondern ich meine natürlich einfach nach dem Essen zum Beispiel. Einfach mal, ah. Ja, das stimmt. Wobei ich immer solche Hosen anhabe, die gar keinen Reißverschluss haben. Ja gut, du trägst ja Hosen mit Klettverschluss. Ja. Ich frage mich, ob es sowas gibt. Bestimmt. Wahrscheinlich mindestens drei Leute sind gerade zu Hause. Hey, was soll das denn jetzt? Können wir mit dem Fahrrad wahrnehmen. Man darf uns sowas nicht sagen. Nein. Und dann stellte sich heraus, es ist die Ehefrau von Maximilian. Maximi, Maxima, Maxi, Max ist da. So, aber ich bin auch jemand, der furzt und Gott antwortet, also ganz ehrlich. Ja gut, klar, da ist man natürlich, also seitdem das passiert ist, bist du aber auch ein bisschen abgehoben jetzt. Das war so, das hat noch ein zweites Mal geklappt, ne? Hä, da, ist der Blitz, da ist der Blitz in eine Baumspitze eingeschlagen, es hat Funken gegeben. Hä? Was? Also für Leute, die es nicht mitbekommen haben auf Twitter, kannst du die Geschichte vielleicht nochmal kurz erzählen und vielleicht auch so, ne, also ich möchte jetzt auch partizipieren indirekt, also. Also ich habe auf der Terrasse gestanden und habe einen fahren gelassen, was öfter mal passiert. Das ist sehr gesund. Wie drinne. Ja. Und dann, also die Sonne hat geschienen, es war ein bisschen dunkel am Himmel, das hat man schon so gesehen, dass da vielleicht was kommen könnte, aber es hat die Sonne geschienen, es war richtig warm gewesen, auf einmal tut das einen Donnerschlag, aber richtig. Kurz nachdem ich gefurzt habe. Und dann hat es plötzlich angefangen zu regnen, so richtig, aber die Sonne hat geschienen. Also auf der einen Hausseite war komplett blauer Himmel und auf der anderen Seite ging die Welt unter. Also war ein bisschen auf der Seite so ein apokalyptischer Furz quasi. So, ja, so in etwa. Und dann sind wir reingegangen, weil es richtig angefangen hat und dann sind wir später wieder rausgegangen. Und da war es immer noch so dunkel, da habe ich wieder einfahren lassen. Mhm. Ja, dann hat es geblitzt. Nee, Quatsch, warte mal, es hat erst geblitzt. Der Blitz ist in diese Baumkronen da so leicht eingeschlagen. Da ist noch ein Vogel irgendwie voll weggeflogen, keine Ahnung. Mhm. Und da hat es so einen richtig lauten Donnerschlag gedacht. Sowas habe ich noch nie gehört. So muss ich das anhören, wenn irgendwo eine Bombe hochgeht, Alter. Ohne Scheiß. Ich hab sowas noch nie gehört. Das war der Blitz, nicht dein Furz. Ja, weiß ich nicht. Okay. Ich weiß es. Ich konnte das nicht steuern. Ich war sehr verwirrt an diesem Tag. Was? Ja, pass auf, da war nämlich, wir waren noch zum Schluss, bevor wir umgezogen sind das letzte Mal, waren wir noch in einer alten Wohnung und da waren schon alle Möbel raus und es war schon alles sauber und so weiter. Und ich hatte auf einmal so ein Unwohlsein in der Magengegend, du kennst das ja. Und ich kenn das, ja. Genau, da kündigte sich was an. Also stand ich da, wo vorher, also da so Richtung Küche so ein bisschen und es waren da keine Möbel mehr drin. Und der war halt super so... Also richtig so tief. Und der hat aber, weil die Wohnung so leer war und akustisch echt gut, ne, alles war mit Fluren und so. Und der hat halt richtig wiedergehallt von den Wänden. Und das ist so der Werderstraße Abschiedsfurz ist so quasi, das war so richtig opulent laut, einfach nur so ein richtiges Dröhnen von allen Wänden. Das habe ich auch noch nie, ja. Danach wurde das Haus übrigens abgerissen. Das war alle Fragen. Risse in der Wände, Schimmel, einfach alles. Nee, der Schimmel ist sofort instant weggetrocknet einfach. Hä? Ach, leck mich doch. Ist nach den 7000 jetzt noch Zement, oder was? Ja. Alter, 12.000 Hitpoints? Ach komm, fuck off, Alter, das gibt's doch gar nicht. Okay, das wird eine Superbase. Oh. Hey. Oh, nice. Ach, oh, guck mal, wo der rumtrampelt.
Arschloch. Direkt aus der Hüfte. Kimme und Korn und gib ihm. Meine Felder. Nicht auf die Felder, Junge. So. So. Spaß ist vorbei. Ah. Warte. Ja, natürlich. Hast du dieselbe Idee? Alter, ist das natürlich die gleiche Hupe. Ich glaub doch ja, wohl nicht. Das ist ein fetter Truck, weißt du. Gib mir Zino. So. Ich fahr. Toll. Der Profi ist da. So, piu. So. Mit Schmendrick, dem Zauberer. Es ist auch lustig. Schmendrick. Schmendrick. Und ne, als der Film rauskam, war das so wie bei Game of Thrones heute, ne, wo alle Mütter ihre Kinder plötzlich Khaleesi nennen. Damals hießen alle Jungs immer Schmendrick. Okay, also ich kenne niemanden, der Schmendrick ist. Ja, komisch, dass der Hype da nicht gegriffen hat. Was soll das? Schmendrick, komm her. Alter. Bestraftes Leben. Oh, gut, es gibt aber auch Eltern, die nennen ihr Kind Ingolf. Also insofern. Ich glaube, da machen wir auch später unser Abflussrohr einfach rein oder so. Rohr? Rohr. So. Einfach mal ganz kurz. Ist das die richtige Höhe jetzt überhaupt noch? Das ist ja wohl die Höhe. Ja, ja, komm, lassen wir es dabei. Was? So. Tobi. Mhm. Kirche. Wie es auch nicht lassen kannst, wenigstens mal leise zu kichern, weißt du? Meine arme Sprachbehinderung. Da fängt's wieder an. Wie er einen einfach diskriminiert, weißt du? Hier vor den Augen der Öffentlichkeit. Was ist da los, Tobi? Mit meiner Sprachbehinderung. Da habe ich jetzt auch einen Behindertenausweis beantragt. Ich bin sprachlich herausgefordert. So. Was denn? Alter. Finde ich ja schon wieder anstrengend. Ja, das ist mir auch zu much einfach. Ich will ein bisschen entspannt schon zocken. Was denn? Tobi? Was machst du denn da? Tobi, du hast zu much gesagt. Nein, das habe ich nicht. Oh doch, das hast du. Nein, habe ich nicht. Ich habe Videobeweise. Ja, dann schau doch mal rein in deine Videobeweise. Ja, mach ich. Ja, du hast zu much gesagt, Tobi. Ja, dann war das ein Versprecher, Erik. Du bist einfach nur sprachbehindert, da kann ich nichts für. Du brauchst mich jetzt nicht denunzieren deshalb. Wieso denunzieren? Ich lebe sehr gut mit meiner Sprachbehinderung. Ja, frag mal die anderen. Da brauche ich so Grammatik-Nazis wie dich nicht. Ja, ich sehe die gerade. Alter. Nice. Es funktioniert. Oh, tot. Krass. Es funktioniert. Dank der Tipps aus den Kommentaren, dass das alles allen zu tief war. So. Oh. Das
war jetzt nicht so gut. Okay, Entschuldigung. Alter, dieser Truck, der sich einfach anhört wie ein Lamborghini, ey. Lamborghini? Ja, Lamborghini, Mann. Ich bin der Erik und... Kann ich den Tobi auch mal reindrücken? Ja, endlich mal, endlich mal. Ja, gut, aber ich bin halt normal echt fehlerlos, ne? Ja, das ist halt, es ist halt schwierig bei dir irgendwie mit irgendwas anzukommen. Deswegen zelebrierst du das halt auch dann gleich sofort. Ja, natürlich, natürlich. Es ist für mich das Highlight des Monats. Dir mal richtig eine reinzusemmeln. Was? 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 Auch mit Panzerglas müsste eigentlich gehen, ne? Ach, der Tobi hört mich gar nicht. Tobi? 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 Tobinator? Hat das Spiel verlassen. Eieiei. Gut, soviel zum Tobinator. Ich hoffe, es ist nicht der Internet-Connect bei mir. Aber nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, der Tobi hat wieder Rechnerprobleme. Tobias? Darf ich dir meine Geschossspitzensammlung zeigen? Nein. Aua. Ja, siehst du mich hier? Ach, da. Guck mal, das sieht aus wie so ein wichtiger Geschäftsmann. So ein Telefon. Ja. Ja, das müssen wir unbedingt raushauen. Warte, warte. Wo habe ich denn meine Autoschlüssel hingelegt? Die müssen doch hier irgendwo sein. Alter, voll geil. Ah, schön. Ah, doch, hält. Okay, super. Ja, Mann. Wam, 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 wam. Alter. Flop. Boah, Alter, der wird zerschreddert. Alter, Alter. Boah, nice. Boah, Loot. Wo kommt der denn her? Ach, wat? Was ist mit ihm? Das ist ein scheiß Ernst, Junge. Da. Hä? Wo kommt der denn her? Was ist los mit dem? Im Hintergrund der Jeep. Was war das? Tobi? Was war das denn? Tobinator ist gestorben? Durch. Was? Eine Tretmine. Ach was, leck mich doch am Arsch. Du bist auf eine Tretmine gefahren und da hinten kommen jetzt lauter Zombies raus. GG, Tobi. GG. Hä? Aber was? Und lauter Hunde. Die sind doch aber normalerweise nur in der Nähe von diesem Ding. Du klatschst dir also auf dein nacktes Knie. Das denkst du. Ich hab nicht gesagt, womit. Gut. Mein Knie, da dachten schon viele, dass das mein Knie wäre, Erik. War aber dein Kopf. So ein ganz kleiner Kopf. Hallo. Der Schultertyp. Ich glaube, das bin ich, weil ich Schmerzen habe, Erik. Ach, was? Komm, willst du mich verarschen? Was ist denn passiert? Ich hatte voll live und bin verblutet. Oh. Hä? Scheuert, Alter. Hab ich mich auch noch voll geschmiert. Hä? Der hat mich zweimal gehittet. Zweimal? Oh, der Gegenstand. Wir haben keine Geschossspitzen mehr. Nein? Oh nein. Und ich muss meine Axt reparieren, alles klar. Keine Geschossspitzen? Nee. Das ist aber ein Missstand. Das ist nicht gut, Erik. Das ist nicht gut. Und was tust du jetzt dagegen? Das weiß ich nicht. Lass uns da mal überlegen. Ist das furchtbar. Vielleicht schürftest du die erforderlichen
Scheiße. Alter, oh, das ist scary, Mann. Wo kamst denn du auf einmal? Aua, ey. GG, Erik. Boah, schön. Das liegt nur an deinen neuen Geschossspitzen. Ich frage mich, ob Leute genauso kotzen bei dem Wort wie wir. Was machst du da eigentlich? Vielleicht, da war noch ein Zombie, den habe ich gerade platt gefahren. Achso, okay. Vielleicht spricht das nicht jeder so bekloppt aus wie wir. Ich weiß es nicht. Aber allein im Let's Play, wenn wir das die ganze Zeit so sagen, das muss doch Leuten, also mindestens eine muss das doch wahnsinnig auf den Sack gehen. Ja, es gibt aber auch mindestens einen, dem das gesamte Let's Play auf den Sack geht, der das aber auch drunter schreibt. Na gut, das stimmt natürlich. Und diese Leute werde ich nie verstehen. Ich glaube, derjenige, dem es auf den Sack geht, weiß, wie der heißt? Hm? Sebastian Scholz. Boah, wenn ich so heiße, würde ich mich immer so vorstellen. Mein Name ist Sebastian Scholz. Ich bin Geschäft... Besser irgendwie Schmidt mit einbaut oder so. Ich bin Geschäftsführer der... der Söster Geschossspitzen AG. Gut, ich weiß nicht, was da jetzt... Eine andere Geschäftsform fiel mir gerade nicht ein. Saal. Auf Söst. Guck, ich mach einen Penis in der Hand. Was ist denn das? Hä? Eine Kerze? Ja. Warum hast du eine Kerze in der Hand? Weil ich gerade den Kerzenhalter kaputt gemacht habe. Achso. Wie doof. Hey! Nein! Schade. Ich höre nur den Schlüssel so. Och, och. Tschüss. Je älter man wird, desto mehr gleicht das Leben unserem Bunker, Tobias. Außen werden es mehr und mehr Stacheln, mehr und mehr Panzer, doch innen ist es bedeutungslos und hohl. Und wir sitzen darin ganz klein, wie wir eigentlich sind, und schützen uns nur vor äußeren Einflüssen. Und hier eine neue CD. Mein Herz ist auf Pantherglas. Komm du mir mal nach Hause. Na, beruhig dich mal jetzt. Nee, komm du mir nach Hause. Nee, jetzt spiel mal hier nicht den Grünen, ne? Jetzt markier mal hier nicht den Dicken und ne, atmen wir mal durch. Boah, immer diese Witze wegen meinem Körpergewicht, Tobi. Ist das nicht langsam lästig, du fette Sau? Du das nämlich nicht gemeint hast, ey. So, was soll das denn schon wieder? Am Wochenende, ich hab wieder Weekend League gespielt, Erik. Ach so, mit deinen anderen Freunden, mit den besseren Freunden. Nee, das kann man ja nicht zusammenspielen, das muss man ja alleine spielen. Aber wir haben uns gegenseitig im TS angeschrieben. Ah, okay, klar. Mit deinen besseren Freunden, ja. Ja, klar. Und was sagen deine besseren Freunde so? Bessere Dinge als du. Ja gut, dafür sind sie ja da, ne? Die sagen dir halt immer das, was du hören willst. Tobi, du bist der Beste, du riechst unglaublich gut. Dein muskulöser Body zwängt sich in dein Abendjackett. Ich will auch mal Weekend League nächstes Jahr. Hey, ich spiele auch kein FIFA. Hä, aber FIFA ist das noob-freundlichste Spiel ever. Was? Da wird man ständig beleidigt, dachte ich. Ja, beleidigt weiß ich nicht. Das gibt's von ja Curry, nicht tatsächlich. Von Curry. Ach ja, gut, von Curry, ja gut. Der ist aber auch überspitzen, weil er es einfach nicht kann. Ach so. Er markiert den dicken Max, weil er nichts drauf hat, deswegen. Richtig. Ah, na gut, ja. Solche Leute kenne ich, ja, okay. Nee, hä? Ah, Let's Plays und Doppelherz. Tobi, was war das gerade? Hallo und herzlich willkommen bei Layers of 42. Hä? Was? Ich muss sagen, ich guck das jetzt. Was ja, okay, ja. Ich kann diesen Typen nicht mehr hören, der mit mir 7 Days spielt. Ich muss jetzt das Let's Play gucken. Okay, ja, verstehe ich. Gönn dir mal eine Pause von mir.
Gitter. Gitter. So nicht. Ich geh mal rüber. Oh, ich kann nicht mehr so schnell, nicht? Ja, da trinke ich erstmal einen Kaffee. Muss mich heute mit der Hilde treffen, nicht? Wir wollen Kuchen essen. Und ein bisschen schnacken. Aber die Hilde, die ist ja auch nicht mehr so schnell. Seit der Zombie-Apokalypse. Ja. Ihr habt dich schon 3 Monate nicht mehr gesehen, ne? Ich hoffe, der Hilde geht's gut. Ja, ja. Was denn? Oh! Was denn? Was denn? Hier liegt so ein dicker Zombie, so eine dicke Frau, und die wackelt gerade mit dem Arsch, wer auf dem Boden liegt. Da wird der Tobi wieder ein bisschen spitz. So, brauchst du Hilfe? Nee. Schade, jetzt ist vorbei. Schade, ist vorbei? Ja, hier liegt die aber noch. Ah, ich sehe die gerade, ja. Da hat der Arsch gerade so hin und her gewackelt. Vielleicht war es ja ein bisschen twerking. Ja, das kommt da an. Stimmt, hier habe ich ja Eisen eingeschmolzt wegen Glas, ne? Panzerglas, Platte. Alexander Glas? Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt noch aufnehme. Du hast mich vorhin gefragt, wo ich bleibe. Bewegen. Siehst du dich gerade aus? Alter. Diese ekelhaften Füße von unten, wie widerlich die einfach aussehen. So richtig so verunstaltet, missgebildete Füße. Ey, Vorsicht. Ja, Entschuldigung. Einer muss es mal sagen, Tobi. Okay, gut. Ja. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, ob die wieder spawnen, keine Ahnung. Dann sind wir angeschissen. Boah, hab ich mich erschrocken. Erik, pass auf. Boah, der war voll laut, noch einmal war der genau... Alter. Ich hab den getroffen. Hey, ich hab auch geschossen gerade. Wir haben synchron geschossen. Ja, wir haben synchron getroffen, wie es aussieht. Deswegen haben wir 2k Dings gerade bekommen, Erfahrungspunkte. Boah, voll geil. Voll der Hit, Alter. Wieder weggeflogen ist einfach. Schön. Felsen Mandela. Seine Lehren sind zu hart. Felsen Mandela. Er war immer akkurat. Er hat einen Bart. Unser Felsen Mandela. Und er war in seinem Leben noch nie ein Hehler. Ciao. Wie habe ich das in dem Lichtkegel überhaupt nicht gesehen, das scheiß Schild? Was passiert, wenn ich... Oh, Alter! Alter! Okay, krass. Das war nice. Schön. Richtige Ludolfs, Alter. Ich mache hier aber wirklich. Also auf jeden Fall wieder eine Fabrik. Boah, ein Riesenteil. Danke, höre ich öfter. Die Fabrik ist auch ziemlich groß. Hino, Mimi, Papis. Wo ist euer Mann jetzt? Hm? Wer hilft euch heute? Ach, guck mal, diese schöne Allee. Ja. Einfach, dieser Klumpen am Horizont. Schön. Kannst du mir die ruhig hinschmeißen oder so? Oh, warte. Hier, bitteschön. Da. Das weiß ich leider nicht. Hä? Oh, was? Alter, voll erschrocken. Alter. Was soll das denn jetzt? Boah. Gottes Willen, ey. Alter, was ist mit der los? Die will, dass wir sterben. Das glaube ich sowieso. Alter, ja. Hat sich zufällig eingeschaltet.
Aber ich fange trotzdem schon mal an. Geschossspitz. Tobi, ich werde dieses Wort nicht mehr los. Egal was ich mache, ich werde es einfach nicht mehr los. Es hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nicht gut. Ich kann einfach nichts mehr machen. Ich sage das den ganzen Tag. Aber Pan, aber Pan. Ja, die fängt auch schon damit an. Ach so. Ja. Nice. Dann seid ihr irgendwann die kranke Familie aus der Straße. Ist doch cool. Und es geht sogar so weit, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe mir noch andere Wörter aufgeschrieben in der Richtung. Oh, no, ist das dein Ernst? Ja, weil mir das echt Spaß macht, dieses Überbetonen. Das ist echt furchtbar. Welche denn zum Beispiel? Möchtest du wirklich eins wissen? Also ich möchte jetzt jede Folge eins wissen, mindestens. Also wir hatten ja jetzt Geschossspitzen und wir hatten ja auch schon Schießscharten. Die hatten wir ja schon, ne? Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Und dann hatte ich mir extra rausgeschrieben und habe mir gedacht, oh Mensch, das ist so lustig, da kann man bestimmt noch mehr machen. Und dann hatte ich zum Beispiel Flussstrecke. Das ist voll geil. Ich höre. Ja, wieso? Was denn? Ach so. Wie wär's denn mit Imbissstand? Imbissstand ist legitim, oder? Ja, auch das ist absolut legitim. Das Wort des Tages. Imbissstand. Alter. Tobias, kommst du mit an einen Imbissstand, der dort drüben an der Flussstrecke steht? Oh. Es ist so gut einfach. Oh, ist das fürchterlich. Ich finde das so gut. Ist auch eine gute Sache für die Schwiegereltern, ne? Wenn man so eingeladen ist, auch mal so. Hallo Schwiegerpapa. Ich habe einmal einen schönen Vorschlag für dich. Alter. Tobi. Ja. Ich muss leider mal eine Pause machen. Ja, mach das. Ja, es tut mir leid. Okay, alles klar, dann bis gleich, ne? Bis gleich. Bis gleich, Moment. So, Entschuldigung, ich musste schon wieder unterbrechen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich sag einfach mal, was los ist. Soll ich mal sagen, was los ist, warum ich immer unterbreche? Soll ich das mal sagen? Ja, gerne. Ja, pass auf. Nämlich, der Grund ist folgender. Wir haben heute, also diese Woche eigentlich, haben wir verschiedene vegane und vegetarische Gerichte ausprobiert. Was eigentlich eine gute Sache ist, ne? Und auch, man merkt es gar nicht, also man kommt tatsächlich erstaunlich gut damit klar. Also haben wir zumindest einen, wir haben einen billigen Ersatzburger genommen quasi. Also ja, nicht billig, sondern der war halt einfach günstiger. Und, der war aber auch vegan oder vegetarisch, vegan, ich weiß es gar nicht. Und, das Problem ist aber, Jetzt rennen wir beide und wir müssen ja gerade vorproduzieren, irgendwie für einen Urlaub. Und das trifft sich halt echt nicht so gut, weil heute ist ja die 7-Days-Aufnahme und so. Und wir sind halt die ganze Zeit nur, den ganzen Tag rennen wir nur aufs Klo. Also bei mir ist momentan alle 10 Minuten, man merkt es glaube ich gerade. Das ist echt nicht gut. Ich habe jetzt schon wieder, während ich rede, habe ich jetzt schon wieder Bauchschmerzen. Alter, ich muss mal googeln, ob andere Leute mit der Marke da auch das Problem haben, ob das vielleicht bekannt ist irgendwie, weil das kann ja kein Zufall sein. Und dann noch so extrem. Boah, nee, also, das ist ja übel. Deswegen, also es kann sein, ich weiß noch nicht genau, wie wir das schaffen. Es kann sein, dass wir die 7-Days-Vorproduktion vielleicht nicht ganz schaffen, wenn ich heute ausfalle. Also wenn da Folgen ausfallen, krankheitsbedingt, ja, dann bitte ich das zu entschuldigen. Und wenn da jemand was gegen sagt, dann schicke ich dem so einen Burger. Ich wollte gerade sagen, Erik, nicht du bist dran schuld. Nein, Erik, vegetarische Burger sind dran schuld. Ja. Jetzt mache ich mich unbeliebt. So. Und da kann man schon mal froh sein. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Hattet ihr oben ein oder zwei Toiletten? Wir haben Gott sei Dank zwei Badezimmer. Okay, sehr gut. Ja, weil sonst, Gut, der eine hätte halt ans Waschbecken gehen müssen, ne? Boah. Vor allem, der auf dem Klo sitzt, hat richtig die Arschkarte, weil der sitzt tiefer dann, oder was? Sprüh. Boah. Ich mach den Gullideckel raus, das läuft. Es wäre weniger lustig, wenn es wahr wäre. Wenn es nicht wahr wäre. So. Oh Gott. Falls das hier jemand noch sehen sollte, falls das Video funktioniert, ich lasse das mal drin.
Ich hatte gerade echt Probleme mit, also 7 Days hat mir gerade die GPU zu 100% weggeschossen. Hier hat fast nichts mehr funktioniert. OBS hat teilweise gar nicht mehr richtig aufgenommen. Ich konnte nichts mehr sehen. Es ist einfach eine Katastrophe. Es ist einfach eine furchtbare Katastrophe, dieses Spiel, was die Performance angeht. Ey, das habe ich noch nie erlebt. Oh, es macht keinen Spaß. Es macht so einfach keinen Spaß. Also ich weiß nicht, ob es eine Aufnahme ist. Ich würde halt noch einen Blutmond machen. Aber dann würde ich wirklich gerne das Spiel wechseln. Nicht, weil mir das Spiel an sich keinen Spaß macht, aber ich kann es halt so nicht spielen. Es geht einfach nicht. Nee, das hat, wie gesagt, das ist ja auch für die PCs, ist ja absolut Gift. Nein. Okay, das Wort der heutigen Folge ist Nussschokolade. Boah, jetzt hab ich Bock. Ich hab sowieso Bock auf Schokolade. Jetzt hab ich Lust auf Schokolade. Ah, ich hab schon lange keinen Bock mehr auf Schokolade. Komisch. Oh, ess doch noch einen Veggie-Burger. Ich hasse dich. Danach kann ich ja Nussschokolade herstellen, wenn du willst. Ist kein Problem. Ein Kakaogetränk. Nein. Aus dem Hause Nestle. Nesquik. Tobias? Ach, hier war das gewesen. Tobias? Ah, okay. Lieber Tobias? Ja. Verzehrst du gerne Hülsenfrüchte? Boah. Was fällt Hülsenfrüchte? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Erbsen, Bohnen, Linsen, sowas halt. Ja, achso, doch, ja doch, das esse ich eigentlich schon ganz gerne. Ne? Die gefliegte Hülsenfruchtsuppe. Das ist so furchtbar einfach. Er schießt uns, bevor er das Ei erlebt, bitte. Wir müssen uns das dringend abgewöhnen, das ist ja klar, ne? Apropos, das Wort des Tages. Oh, ja. Wird dir gefallen? Oh, GPU gerade bei 60%. Hey. Das Wort des Tages heute ist aber leider das letzte Wort. Mehr habe ich noch nicht. Anschlussstilllegung. Anschlussstilllegung. Da sind 3 S und 3 L drin. Anschlussstilllegung. Also deutscher wird es hier nicht mehr. So, warte mal. Moment, jetzt müsst ihr aber... Okay, falsch. Siehst du, ich war schon falsch. Geht schon gut los. Facepalm, du hast gar nicht Shift gedrückt. Wieso weißt du die Steuerung nicht von allem, was es gibt auf der Welt in 7 Days? Warum ich drücke Shift? Bei mir schaltet der da nirgendwo hoch. Ist das wieder so ein Troll-Kommentar gewesen? Ich habe keine Ahnung. Aber es haben mehrere geschrieben, also kannst du eigentlich kein Troll sein. Ich weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Hi. Hey, na, wie geht's dir? Wie kannst du ohne Zähne reden? Hallo, wie geht's dir? Sehr gut. Oh, Entschuldigung. So. Tobi, guckst du mal, welchen Tag wir waren? Ja. Und wie ist es? Welcher Tag waren wir? 7 Days to Die. So habe ich damals aber noch geredet. Das war einfach normal. Das war vor deiner Operation, Erik. Wilde Zeiten. Oh, das ist ein Geier. Warte mal. Hui! Schön. Kannst du mit der Axt kurz bearbeiten, wenn du willst? Ist das zum Kotzen mit diesem Spiel? Es ist so zum Kotzen. Entschuldigung, liebe Zuschauer, es tut mir wirklich leid, wenn ich mich aufrege, aber ich muss mich echt aufregen. Es ist fucking Blutmond, ich muss das Dach zubauen. Ich habe 100% Auslastung. Ich kann nichts machen, Tobi. Tschüss. Tschüss, tut mir leid. Hallo, Entschuldigung, wir hängen hier noch was dran an die Folge. Also, die Situation ist folgende. Wir sind 10 Minuten vor Blutmond und ich habe den Client jetzt neu gestartet, zwischendurch ein paar Mal. Und das Problem ist aber, ich kann einfach nicht mehr aufnehmen. Ich kriege sofort, instant, wenn ich einlogge, 100% GPU-Auslastung, 0 FPS, der Tobi versteht mich nicht mehr, die Tools, die Programme hier schmieren ab. Und das letzte Mal, als ich mich dann einmal bewegt habe kurz, ich habe mich gegen die Wand gestellt, da ist dann einfach der Client abgeschmiert, komplett. Der hat sich einfach geschlossen.
Wie gesagt, ich hätte wahnsinnig gerne den Blutmond jetzt noch mit aufgenommen. Das war so eigentlich mein Milestone, den Blutmond noch mal mit zu erleben, ne, den noch mal zu machen und dann weiter zu schauen. Aber ja. Ich wollte diesen Blutmond noch überleben. Ja, es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Vielleicht irgendwann mal. Richtig. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass wir jetzt abbrechen müssen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, es wäre anders, aber es geht leider nicht anders. Und wir hören uns, sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Projekt in einiger Bälde. Bis dahin. Ja. Tschüss. 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 Dankeschön für jedes Verständnis. Tschüss. Tja, schade. Ich muss ihn verlassen. Tschüss. Tschüss. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja! Oh! Schwänze, Schwänze! So's.